Wirkungen haben Konsequenzen. Sie führen zu realen Verhältnismäßigkeiten und Machtstrukturen. Wie Objekte in einem Raum geordnet sind, hat also auch eine direkte soziale und politische Relevanz. Der uns umgebende Lebensraum ist keine selbstverständliche Einheit. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere Treue ebenen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Ein Abend nach drei ereignisreichen Tagen. Wir werden zur Ruhe kommen. Wir kommen zu dir, großer Gott. Es war viel los in unseren Kirchentagsstädten Jena und Weimar und all den anderen. Danke für alles. Da ist so viel gelungen. Und der Himmel war offen. In deine Hände legen wir alles, was nicht gelungen ist. Du schaust gütig auf uns. Leite uns mit deinen Augen. Wir bitten dich.